Also man muss sowohl auf der Bühne bei den Musikern experimentieren und ausprobieren, aber auch hier oben. Wir reagieren auch hier natürlich darauf, indem wir die Balancen verändern. Ich finde das einen wichtigen Aspekt auch der Tonmeisterarbeit, dass man nicht nur sagt, das ist zu spät oder unsauber, sondern dass man erstens sehr genau auf Dynamik achtet und erkennt, warum ein Solo im Fagott vielleicht gar nicht so gut zu hören ist. Das liegt möglicherweise nicht am Fagott, sondern an den anderen Stimmen. Und ich versuche immer wieder auch hier einzugreifen, weil ich das für eine wichtige Arbeit halte und weil wir es hier anders beurteilen können als der Dirigent auf der Bühne, der auf der Bühne eine andere Balance hört als wir. Dass ich zum einen sage, im Orchester bestimmte Stimmen zurückzunehmen und zum anderen wir auch mit der Mikrofonierung darauf eingehen. Das heißt, dass wir bei bestimmten Stellen, wenn Soli gespielt werden und andere Gruppen sind etwas zu dominant im Klang, auch hier mit der Mischung am Mischpult da natürlich darauf reagieren können, im Sinne der Musik, im Sinne der Partitur.